Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video schauen wir auf die entscheidenden Momente des Spitzenkampfs in der Schachbundesliga zwischen OSG Baden-Baden und SC Viernheim. Gestern im Video, bei meiner Analyse der Partie Hans-Moke Niemann gegen Fabiano Caruana, hatte ich schon darauf hingewiesen, dass es auf einen Zweikampf ja nicht nur hinausläuft, das war die ganze Zeit ein Zweikampf. Und der Kampf gegen zwischen Viernheim und Baden-Baden war auch der Kampf zwischen den beiden Mannschaften, die bis dahin alle Mannschaftskämpfe gewonnen hatten. 13 aus 13, ne? Von insgesamt 15 Mannschaftskämpfen. Das sind ja 16 Mannschaften, die in der Schachbundesliga spielen. Und im direkten Duell fiel die Vorentscheidung. Vielleicht schon die Entscheidung. Und wir schauen uns drei Stellungen an aus diesem Kampf. Es spielen ja immer 8 Spieler für jedes Team in der Schachbundesliga. Hier die Partie zwischen Arkadi Neidic und Dennis Wagner. Brett 8. 5 Partien endeten Remis. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon. Ich glaube schon, ja. Stand 2,5, 2,5. Und ja. Hier Arkadi Neidic mit Weiß. Vielen von euch bekannt, ne? Frühere deutsche Nummer 1. Inzwischen startet er für Aserbaidschan, nicht nur inzwischen, schon in vielen Jahren. 36 Jahre alt. Nummer 86 der Welt aktuell, mit Schwarz Dennis Wagner für Viernheim, 25 Jahre alt, die Nummer 319 der Welt. Zeitnot, Schwarz ist am Zug, Weiß hat gerade König E2 gezogen, stand im Schach, König E2, Schwarz ist dran. Es gibt hier diese Fesselung des Turmes auf F7. Ansonsten keine besonders große Drohung. Die Frage an euch, was würdet ihr hier spielen mit Schwarz? Könnt ihr auch ein bisschen als Taktik hier ansehen, diese Aufgabe. Oder als Verteidigungsaufgabe. Wobei ich weiß nicht, droht so viel. Weiß droht hier ein Schach, ne? Eventuell hier die Züge wiederholen. Wenn man Schwarz hat 2 Bauern mehr und dementsprechend sollte er natürlich versuchen, hier Material zu tauschen. Es gibt allerdings nur einen Zug, der gewinnt. Ist allerdings ein sehr logischer Zug, wie ich finde. Das ist Dame C6. Bietet den Damentausch an. Verhindert hier auf E8 das Schach. Ja. Ich bin mir nicht sicher, wovor Wagner Angst hatte. Eine Variante ist Damentausch und dann einfach 2 Bauern mehr. D5 ist eine Variante. Hier ist der Weg zum Sieg. Ja, es gibt immer nur einzelne Züge, die gewinnen. Dame E6, DE6. Jetzt darf der Turm nicht nach E7 wegen Springer F5. Das ist auch relativ offensichtlich. Aber Turm F6 erfüllt die Aufgabe sehr gut hier. Greift den Bauern an. E7. Und jetzt Läufer C6. Hält den Bauern auf. Und wir spielen gleich sowas wie König F7 oder Turm E6 und holen uns den Bauern ab. Ne? Sieht nach einem recht klaren Sieg aus. Die Engine sagt minus 4. Aber Wagner spielte hier... Okay, ich gucke mal nochmal auf Dame C6. Was gibt es hier noch, was man berechnen muss? Gut, Turm schlicht G7, Schach geht ja nicht. Können wir trotzdem mal kurz schauen. Turm G7, König G7, Springer F5. Ich könnte auch Turm F5 spielen, gewinnt ja auch locker. Ich kann aber auch mit dem König einfach weg. Also es passiert hier nichts. Keine Ahnung, warum er hier nicht Dame C6 gespielt hat. Er muss sich irgendwo verrechnet haben. Er spielte A5. Vielleicht dachte er, der Bauer läuft einfach durch hier zur Dame. Weiß droht ja eh nichts, dachte er sich, aber stimmt ja nicht. Wie kann Weiß jetzt hier die Zugwiederholung forcieren? Dame E8 Schach. Der Turm muss dazwischen. Und jetzt Dame E5. Oder Dame E7 müsste auch gehen hier. Ne? Oder Dame D7. Immer matt drohen, ne? Dame E7 geht das auch? Ja. Dame E5 spielte Neidic, droht hier matt. Verhindert auch Dame C7. Also muss Schwarz Turm F7 spielen. Und jetzt kann Weiß die Züge wiederholen. Dame E8, Turm F7. Jetzt spielt er Dame D7, trickreich. Vielleicht macht Schwarz ja noch einen Fehler, aber Turm F7 ist eh klar, weil er muss ja das matt abwehren. Und jetzt nach Dame E8 endete die Partie Remis. Also hier an diesem Brett hatte Viernheim große Chancen, einen vollen Punkt zu erzielen, aber die Partie endete Remis. Wir schauen uns jetzt eine weitere Partie an. Machen wir die hier.
Francisco Vallejo Pons gegen David Anton Guijarro. Das Duell der zwei spanischen Großmeister. Vallejo Pons, 39 Jahre alt, Nummer 33 der Welt. Anton Guijarro, 27 Jahre alt, Nummer 83 der Welt. Das ist eigentlich das spanische Spitzenduo gewesen, viele Jahre. Allerdings aktuell, ich habe mal nachgeschaut, Alexei Schirov hat irgendwie seinen 15. Frühling und hat irgendwie 2704, startet ja für Spanien, ist aktuell die Nummer 1 in Spanien. Und Nummer 3 ist Jaime Santos Latassa, der auch 2670 oder so ähnlich hat, also mehr als Anton Guijarro gerade. Starkes spanisches Team auf jeden Fall bei der Olympiade, falls die alle zusammen spielen dort, ich weiß gar nicht. Ja, Weiß spielte hier Turm F7. Vallejo Pons spielt für Baden-Baden, Anton Guijarro für 4-9. Turm F7 greift den Bauern F6 an. Ich denke, dass Turm H7 mir etwas besser gewesen wäre, aber egal. Turm F7. Gleiche Bauernzahl. Weiß hat allerdings einen aktiveren Turm. Und hier eine ganz wichtige Situation. Es gibt einen Zug mit dem Schwarz hier, das Remis im Prinzip forcieren kann. Und das ist sehr, sehr lehrreich. Und ich empfehle euch auch mein Video, die goldenen Endspielregeln anzuschauen, denn dort ist es auch eine Grundregel, nämlich wenn man nicht Material, wenn man Material weniger hat oder etwas schlechter steht, versucht man Bauern zu tauschen, um das Material stark zu reduzieren. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, wenn alle Bauern weg wären, dann wäre es natürlich einfach Remis. Es wäre sogar Remis, wenn Schwarz keinen Läufer mehr hätte. Und das ist ein wichtiger Tipp. Alle Bauern weg, schwarze Läufer weg, Turm und Läufer gegen Turm. Ist theoretisch Remis, theoretisch. Praktisch kann es natürlich immer noch gewonnen werden, aber es geht natürlich erstmal darum, was ist objektiv Remis oder ausgeglichen. Schwarz hält hier das Gleichgewicht mit H5. Ich finde den Zug sehr lehrreich. H3 sieht für mich am logischsten aus. HG4, HG4 und jetzt die sehr interessante Idee, Turm C5. Und die Idee ist ganz simpel. Schwarz möchte hier den Läufer opfern, beziehungsweise die Engine, und dann ist es halt Remis. Schauen wir mal auf Turm F6. Hier kommt König E7. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Der Turm wird angegriffen. Er hat keine Felder auf der F-Linie. Muss weg. Und jetzt Läufer F5. GF5, Turm F5. Und das ist objektiv Remis. Hier gibt es noch eine Variante mit Läufer E4, die man sich anschauen muss. Der Läufer deckt hier den Bauern. Aber hier kommt D5. Läufer F3. Läufer D3 kommt Turm F6 hier. Deckt den Bauern. Deswegen Läufer F3. Um den anzugreifen. D4. Wieder das gleiche Motiv. Läufer E4 und jetzt hier Turm C3. Und plötzlich kann Weiß hier nicht verhindern, dass Schwarz rumnervt. Läufer D3 kommt Turm C6. Ja, Läufer F3 kommt Turm C5. Wieder das Motiv. Also irgendwie interessant und irgendwie super lustig auch. Irgendwie. Lustig, weiß ich, findet ihr das lustig? Ich finde es lustig. Dass Schwarz auf diese seltsame Art und Weise Remis hält. Aber basierend auf der Grundregel Bauern tauschen. Hier mit H5. Und dass auch starke Großmeister materialistisch denken, zeigt hier der nächste, zeigen die nächsten Züge. Turm C2 Schach. Er geht hier auf den H-Bauern. Weiß sollte jetzt hier König D3 spielen und dann die Stellung forcieren, die er in der Partie bekommt. Stattdessen spielt der König E3. Das ist auch ein Fehler. Also jetzt mehrere Fehler hintereinander. Und hier kann Schwarz immer noch mit der gleichen Idee H5 das Gleichgewicht halten. Hier gibt es noch ein paar andere Motive, wie den König jagen auf den verschiedenen Linien hier. Reihe natürlich. Aber Schwarz spielte nicht H5. Er spielte Turm schlägt H2 und das verliert. Turm F8 Schach, sehr starker Zwischenzug. König D7 und jetzt Läufer D5, nochmal ein starker Zwischenzug. Droht Läufer gewinnen. Läufer A6, Turm F6. Und jetzt hat Weiß hier so ein Monster freibauen, den Schwarz nicht vernünftig aufhalten kann. Weiß steht auf Gewinn. Läufer E2, Turm G6, Läufer D1, F6. Der Läufer auf D5 steht sehr stark. Ne? Turm E2 Schach, König F4, Turm, er geht zurück nach E8, aber jetzt Turm H6 und jetzt hat Weiß sogar zwei verbundene Freibauern. Läufer C2, Turm H2, Läufer G6, Turm H6, Läufer C2, Turm H2, Läufer G6. Er wiederholt die Züge, um Zeit zu gewinnen. Turm A2, aber nichts wird kaputt gemacht. Turm E5, Turm A7, König E8, F7 Schach und hier gab er auf. Ja, offensichtlich, ne? König F8 kommt Turm A8 Schach,
F8 und Läufer F7, Läufer F7. Ja, das gewinnt natürlich, weil Weiß noch den G-Bauern hat. Ne? So, damit führte Ban-Ban plus 1. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Partie zu Ende gegangen ist, zuerst zu Ende gegangen ist. Schauen wir uns noch eine weitere sehr interessante Partie an, beziehungsweise ein sehr interessantes Endspiel, und zwar zwischen Richard Rapport und Yuri Krivoruschko. Rapport kennt ihr alle, weil beim Kandidatenturnier Nummer 8 der Welt, 26 Jahre alt, Krivoruschko 35 Jahre alt, Nummer 76 der Welt. Interessant, wie Rapport diese Partie anlegt. Betont ruhig, ich habe jetzt die Stellung nach 27. Turm E8 ausgewählt. In der Eröffnung passiert irgendwie gar nichts. Rapport spielte super ruhig, seltene Variante. Und jetzt hat er dann so ein Endspiel forciert. Und es ist super interessant zu sehen, wie so ein absoluter Topspieler noch aus diesem Endspiel etwas rausholt. Das sieht total ausgeglichen aus, wenn ich ehrlich bin. Er spielt jetzt erstmal Turm H5, greift hier den Bauern H7 an und gewinnt dadurch ein wichtiges Tempo. H6. Und jetzt spielt er C6. Ja, Turm A2 ist hier auch interessant, aber C6, okay. BC6, BC6. Öffnet die fünfte Reihe, greift den A5 an, aber Schwarz hat auch die B-Linie geöffnet. Turm E6, er greift den Bauern C6 an. Im Übrigen, Turm B2 wäre hier auch ein guter Zug mit der Idee, Turm E2 die Türme zu aktivieren. Aber gut, Turm E6. Turm schlägt A5, Turm schlägt C6, Turm D5, greift hier den D4 an. Wichtiger Moment. Was macht man mit Schwarz? In diesem Endspiel werden wir jetzt viele, viele Fehler sehen von diesen beiden Spielern. Gemäß Engine. Das zeigt einfach, wie schwierig auch für superstarke Großmeister Turmendspiele sind. Hier besteht die Schwierigkeit darin, stelle ich den Turm auf B4 und decke den D4 oder aktiviere ich einen meiner Türme? Turm B4 hält Remis oder hält das Gleichgewicht. A5, Turm A6, so dieser Turm auf A6 ist passiv, aber gut. Ich habe dafür alles nichts geopfert. König F3, C6, Turm E5 und F6. Ja, es ist Remis, es ist ausgeglichen. Ich sage immer, Remis ist ausgeglichen. Remis ist erst, wenn die Partie beendet ist. Ja, was macht hier Weiß? Ne? Er muss eigentlich auf der fünften Reihe bleiben, sonst kommt Turm B5 hier. Ne? Turm A5, aber jetzt kann der König rankommen halt. Okay, es ist ausgeglichen, also er hätte den Bauern decken können. Aber irgendwie hat er sich nicht getraut, er spielte Turm C3. Er wollte sich aktiv verteidigen. Turm schlägt C3, D schlägt C3, Turm C5. Das kostet jetzt aber diese beiden Bauern hier. Turm A8, Turm C7, Turm A4, Turm C3. Weiß hat plötzlich einen Bauern mehr. Aber, wie wir wissen, ein Mehrbauer in Turmendspielen bringt häufig nicht den Gewinn. Wie sollte sich Schwarz jetzt hier aufbauen? Es gibt so einen Standardaufbau mit G6 und dann H5 hier, diese Kette hier. So hätte er das auch hier machen sollen, denn dann kann man die Bauern immer sehr gut tauschen, wenn Weiß die eigenen Bauern vorzieht. Stattdessen wählte Krivoruschko G5. Okay, König F3, Turm A1. Ich werde jetzt ein bisschen weit schneller spielen hier, weil da passiert noch einiges. H3, Turm D1, König G4, König G7, F4, Schlagen mit dem König. König F6, König E3. Ihr seht, Schwarz hat hier zwei isolierte Bauern. Zwei Schwächen. Turm G1, König F2, Turm D1, König E2, Turm A1. Hier verstehe ich nicht ganz, warum man die weißen Bauern nicht angegriffen hat. Eine Grundregel in Turmendspielen ist auch immer, die gegnerischen Bauern immer anzugreifen. Aber Turm A1 macht noch nicht viel kaputt. D4, König E6, König E3. Turm E1 Schach, König D3. Und diese Stellung ist schon gar nicht mehr so leicht. Was man verstehen muss, ist, dass der Bauer H6 hier eine Schwäche ist. Eventuell kann er hier erobert werden. Gleichzeitig, diese isolierten Bauern sorgen auch dafür, dass es Wege für den weißen König ins schwarze Lager gibt. Ich hätte jetzt hier gedacht, dass Turm A1 ein guter Zug ist, aber ist es nicht. Hier kommt nämlich Turm C6 Schach, ne? Und dann, ja, fällt der Bauer. Also Quatsch, was ich gerade sage. Ich hätte natürlich nicht gedacht, dass Turm A1 gut ist. Hier muss Schwarz H5 spielen, ganz konkret.
Einerseits, um die Drohung rauszunehmen auf der sechsten Reihe und G4 zu verhindern. Oh, was heißt verhindern? Verhindern tut es nicht, aber dann tausche ich sofort ab. Stattdessen König D6. Das verhindert Turm C6 Schach, das war ein Fehler. Interessanterweise ist jetzt G4 hier ein Gewinnzug. Mit der Idee, hier reinzulaufen mit dem König. Der schwarze König steht jetzt ein bisschen blöd auf D6. Wenn er zurückläuft, kommt immer Turm C6 Schach. Und ich habe natürlich die Schwäche H6 hier festgelegt. Okay, G4, nur vom Verständnis her. Stattdessen kam Turm A3. Möchte natürlich so den Bauern gewinnen, aber jetzt kommt H5. Gut, jetzt wurde er zu H5 gezwungen. Jetzt ist wieder ausgeglichen. H4, F6, Turm B3, König E6, König C4, Turm G1, na, D5 Schach. Auch das ist ein wichtiger Moment hier. Es ist nicht immer alles sofort zu verstehen, warum das eine Remis macht, das andere verliert. König E5 muss Schwarz hier spielen. Zum Beispiel Turm E3, König D6, Turm E6, König D7, Turm F6, Turm G3. Hier wird schon was getauscht, es droht Turm G4 Schach. Ja. Und Turm F4 ist einfach zu passiv, ne? Hier kann König D6 geschehen und hier kommt Weiß nicht vorwärts. König E5 macht Remis, stattdessen kam König D6. Und hier gewinnt jetzt König D4. Opposition. Hier gibt es das taktische Problem, dass Turm D1, König E4, Turm schlicht D5 nicht funktioniert wegen Turm B6 Schach, König C5, Turm B5. König B5, König D5 und das ist ein gewonnenes Bauernendspiel für Weiß. Machen wir mal zurück. Das heißt, nach Turm. Ja, Schwarz probierte Turm F1 hier. Turm B6 Schach, König D7, König E4. Der schwarze König ist ein bisschen passiv jetzt hier, der weiße Turm aktiv. Der weiße König droht latent über die F-Linie reinzukommen. Das heißt, der schwarze Turm muss sehr viel Arbeit hier übernehmen. Ist aber ein bisschen überlastet. Turm F2, Turm B7, König D6. Hier gewinnt Turm H7 den H-Bauern. Aber Rapport war sich hier nicht sicher. Wiederholter Schach Turm B6, König D7, Turm A6. Turm F1, Turm A8. König E7. Ja, das ist hier schwierig. Es gewinnt Turm H7, König D6, Turm F7 und hier kommt gerät Schwarz in Zugzwang. Turm F2 und jetzt Turm H7. Auf der siebten Reihe den Bauern abholen. Witzig. Stattdessen Turm A8. Er greift so den Bauern an und das reicht jetzt nicht. Das ist wieder ein Verlust. Hier kann Schwarz das Gleichgewicht halten. Und zwar mit Turm E1, König F5, Turm E5, König G6, Turm schlicht D5, Turm schlicht H5. Und hier Turm D4 verhindert den Vormarsch des G-Bauern, droht hier den Bauern zu schlagen. König F5, Turm Schach, König G4, Turm Schach, König H3 und jetzt König F7. Der König ist nah an der Verteidigung. Schwieriger Stuff, wenn ich ehrlich bin. Und ich verstehe, warum auch so super starke Großmeister hier reihenweise Fehler begehen. Turm G1 stattdessen greift den ja an. Aber das ist hier ein gewonnenes Endspiel. Turm A5, Turm G3, Turm H7, König D6 und H5. Und der Bauer ist jetzt hier sehr schnell. Das hat sich Rapport nicht getraut. Er spielte König F4, deckt den Bauern. Turm F1, König E4. Hier hält Turm E1 das Gleichgewicht, stattdessen Turm G1. Er wiederholt die Züge. Und Rapport hat jetzt, merkt natürlich jetzt, ich darf jetzt nicht die Züge wiederholen, wenn ich gewinnen will, und spielt König F5. Turm schlicht G3, Turm H7, König D6, Turm schlicht H5. Ein bisschen Taktik. Auf König D5 kommt König F4. Mit Gewinn des Turmes. Stattdessen Turm F3, König G6. Große Probleme, der schwarze König ist sehr weit weg vom H-Bauern. Aber, okay, Turm F4. Greift den H4 an, damit Turm F5 nicht kommt. Hier gewinnt aber eigentlich Turm H8, König D5, H5 und der Bauer läuft eigentlich durch.
Auch hier greift Rapport Felusch mit König f7. Und hier kann Schwarz seinerseits sein Freibauen in Gang setzen mit f5 und er ist schnell. Turm a8, Turm f1, h5, f4, h6, f3, h7, Turm a1 und dann sichert sich hier Schwarz natürlich Gegenspielen. Ne? F5 hat er nicht gespielt, er spielte Turm f1 wieder und ihr seht am Ball, es geht die ganze Zeit hin und her. Das ist verrückt, ne? So schwierig ist so ein Turmendspiel auch für sehr starke Großmeister. Es gewinnt jetzt Turm h6, aber ratet mal, was passiert ist. König g7, auch das wieder ist ausgeglichen. Turm f2, König g6. Turm f4. Stattdessen hält König e7 das Gleichgewicht. Turm h7, König d6 zurück. H5, König d5. Turm a8 und jetzt läuft wieder der F-Bauer. Er ist schnell genug. Beziehungsweise der König unterstützt den jetzt. Ne? Ich opfere den Turm gegen den Bauern und irgendwann wird Weiß seinen Turm gegen den F-Bauern opfern müssen. Dieses Turmendspiel kann man jetzt stundenlang analysieren. Stattdessen ging es weiter mit Turm f4, König f7, Turm f1, f5, hier an der Stelle f5 ist Remis, wie ich schon gerade gezeigt habe, ein paar Züge vorher. Stattdessen Turm f1, Turm h6. Und jetzt haben wir die Stellung erreicht, jetzt hat Rapport die Stellung erreicht, die hätte schon vor drei Zügen erreichen können. König d5, Turm f6 und das gewinnt jetzt. Randbauen ist normalerweise immer schwierig, aber hier gibt es einen taktischen Trick. Turm a1. Und jetzt Turm f5 Schach. Und der taktische Trick lautet König e4 und Turm a5. Und Schwarz darf den Bauern nicht schlagen. Und jetzt läuft der Bauer einfach fast ungehindert durch. Ne? Stattdessen kam König d6, h5, Turm a2, Turm f6, König e5, h6, Turm a2, König g7 und hier gab Schwarz auf. Der Turm blockt alle Schachs hier und es kommt H7, H8. Meine Güte, was für ein schwieriges Turmendspiel. Mich würde mal interessieren, was die Spieler denken, wenn sie das hinterher mit der Engine anschauen und nur echt gucken, so, boah, so viele Fehler. Die werden sich auch fragen, wieso, wir wissen ja gar nichts. Also echt schwierig, ne? Turmendspielen, muss man sagen, weil die natürlich auch weniger Zeit haben. Das ist ja schon in der vierten Stunde, fünften Stunde. Da sind sie natürlich auch schon ein bisschen müde, die Leute. Da passiert noch so wahnsinnig viel irgendwie. Ja, Ban-Ban gewann dadurch 5:3 gegen Viernheim und damit ist mehr oder weniger alles entschieden. Es ist nur eine Runde nur noch. Ban-Ban hat 2 Punkte Vorsprung. Remis unentschieden gegen Solingen reicht. Alles andere als ein Sieg wäre sowieso eine große Überraschung. Das wäre dann der 15. Titel in den letzten 16 Jahren in der Schachbundesliga. Baden-Baden ist so ein bisschen das Bayern München des Schachs. Gewinnen fast immer den Titel. Wobei dieses Jahr war es wirklich sehr, sehr spannend. 4-9. Wenn Wagner seine Partie gewonnen hätte und. Na gut, aber 5-3 letztendlich ist auch ein klares Ergebnis. Ne? Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist ein bisschen lang gegangen, ein bisschen langatmig. Ich gebe zu, so Endspiele sind immer schwierig. Ich weiß. Aber müssen wir auch mal durchexerzieren. Die Partien könnt ihr auf allen möglichen Plattformen nachspielen mit Analysen. Eventuell habt ihr Bock, nochmal diese Partie nachzuspielen hier. Auf chess.com oder auf einer anderen Webseite eurer Wahl. Checkt auch meine anderen Kanäle aus. The Big Greek Highlights, Big Greek Shorts. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis dann.